Hallo, hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht, zu den Lucifer News. Mein heutiges Thema ist ein Beitrag für Margret Illner. Ich hatte eine Mail gekriegt und zwar ging es darum, dass wir einen Clip fertigen betreffend CO2-Handel, Umweltschutz, Klimaschutz, Klimaerwärmung. Haben wir natürlich auch gemacht. Insgesamt sind 23 Clips geworden. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich heute mal ohne Sonnenbrille arbeite. Das liegt daran, dass ich nicht weiß, wo ich meine Sonnenbrille verbusselt habe. Die muss ich erst wieder finden. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran, dass meine Augen ein bisschen komisch aussehen. Ja, wie gesagt, das sind 23 Clips geworden. Ich habe die wichtigsten mal zusammengesetzt, damit man nicht alle 23 angucken muss, weil, wie gesagt, die meisten wiederholen sich, weil dann ist einfach nur ein Text mit zugelegt oder je nachdem. Ja, ich würde mal anfangen mit Ralf Bayer, die Erste. Bitte schön. Ja, ich befinde mich hier vor einem über 200 Jahre alten Wald, dem 60.000 Bäume einer beabsichtigten Stadtbahnverlängerung des Braunschweiger Flughafens zurückverteilen sollen. Hauptargument ist ein bisschen mehr Bequemlichkeit für die hier ansässige Luftfahrtforschung und für einen großen niedersächsischen Automobilkonzern. So möchte man beispielsweise bei diesem Automobilkonzern, dass die Geschäftsleitung Ultralangstreckenflüge unmittelbar hier vom Braunschweiger Flughafen aus durchführen kann, anstatt diese Flüge vom benachbarten Flughafen Hannover aus durchführen zu können. Die Bürgerinitiative Braunschweig und die Bürgerinitiative Baumschutz glauben nicht, dass mit der Fällung von 60.000 Bäumen hier ein fairer Kompromiss gefunden wird zwischen ein bisschen mehr Bequemlichkeit und dem Klimaschutz. Braunschweig braucht seine 60.000 Bäume für Klimaschutz, Luftreinhaltung und Naherholung. Und wir meinen, dass die großen Konzerne hier eine Vorreiterrolle spielen könnten bei dieser Kompromisssuche und bei dem Erhalt unserer Umwelt und unserer Natur. Jo, und Ralf Bayer zum Zweiten. Hier befindet sich ein 200 Jahre alter Wald, dem 60.000 Bäume einer Stadtbahnverlängerung des Braunschweiger Flughafens zum Opfer fallen sollen. Hauptargument dieser Verlängerung ist ein bisschen mehr Bequemlichkeit für die hier ansässige Luftfahrtforschung und für einen großen niedersächsischen Automobilkonzern. Zum Beispiel möchte die Geschäftsleitung dieses Konzerns Ultralangstreckenflüge direkt hier vom Braunschweiger Flughafen durchführen, anstatt das gleiche vom benachbarten Flughafen Hannover aus zu starten. Wir sind als Bürgerinitiative Braunschweig und als Bürgerinitiative Baumschutz der Ansicht, dass es hier keinen fairen Kompromiss gibt, wenn 60.000 Bäume für etwas mehr Bequemlichkeit gefällt werden sollen. Wir glauben aber, dass die großen Konzerne sich ihrer Verantwortung bewusst sind, hier einen fairen Kompromiss zwischen Naturschutz, Umweltschutz und, wie wir hier gesehen haben, ein wenig mehr Bequemlichkeit zu finden. Jo, und Ralf Bayer, die Dritte. Hinter mir befindet sich ein 200 Jahre alter Wald, aus dem 60.000 Bäume einer Stadtplanverlängerung des Braunschweiger Flughafens zum Opfer fallen sollen. Profitieren würde davon unter anderem ein großer niedersächsischer Automobilkonzern, der von hier aus Ultralangstreckenflüge starten möchte. Wir glauben aber, dass dies genauso gut vom benachbarten Flughafen Hannover aus möglich sein würde. Die Bürgerinitiative Braunschweig spricht sich dafür aus, dass hier insbesondere die großen Konzerne eine Vorreiterrolle spielen bei der Suche nach einem Kompromiss zwischen ein bisschen mehr Bequemlichkeit und dem Schutz von Natur und Umwelt, Luftreinhaltung und dem Naherholgebiet, das wir Braunschweiger so dringend benötigen. Ja, das war Ralf Bayer und jetzt kommt Luzi, die Erste. Bitte schön. In Herrn Braunschweig für einen großen niedersächsischen Automobilhersteller ein Wald von 60.000 Bäume abgeholzt werden. Und viele Braunschweiger fragen sich, ich mich auch, welche Verantwortung die Großindustrie, wie also Autokonzerne oder eben auch die Elektrizitätskonzerne, dass ihre Verantwortung gegenüber der Natur und der Klimaerwärmung in dem Sinne halten, oder reicht es, wenn sie sich also CO2
Abgase erkaufen und fröhlich frei weitermachen. Ja, und weiter geht's mit Luzi die Zweite. Bitte. Ich bin hier gerade auf dem Feld. Vor hinter mir ist der Flughafen Waggum. Hier soll für einen großen niedersächsischen Autokonzern ein Wald mit 60.000 Bäumen abgeholzt werden. Und ich frage ganz ernsthaft, welche Verantwortung haben Großindustrien und Hersteller gegenüber der Natur? Oder reicht es, wenn man sich Klimafreigaben kaufen kann? Und Luzi die Dritte. Hinter mir ist der Flughafen Braunschweig-Waggum. Hier sollen 60.000 Bäume für eine Startbahnverlängerung gefällt werden. Und ich frage, also für einen großen niedersächsischen Automobilkonzern, und ich frage ganz ernsthaft, welche Verantwortung hat die Großindustrie, sich der Umwelt und der Klima zu widmen, oder ob man sich freikauft mit CO2-Handel und dann waldflächig hier Waldflächen und Natur zerstört. Und hier die vierte und letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, oder die ich gemacht habe, Luzi die Vierte. Bitte schön. Ich bin hier am Querumer Flughafen. Vor mir ist ein Wald mit 60.000 Bäumen, der gefällt werden soll für Managerflüge eines großen niedersächsischen Autokonzerns. Und ich frage ganz ernsthaft mal in die Runde, welche Verantwortung haben Großindustrien gegenüber der Natur und der Umwelt? Oder begnügen sie sich damit, CO2 freizukaufen, sich mit CO2-Handel freizukaufen und weiter den Naturschutz? So, wie gesagt, das waren die Aufnahmen. Insgesamt 7 Aufnahmen. Davon sind 23 Videoclips entstanden. Das heißt also, manche haben sich wiederholt, da ist dann einfach nur ein Text untergelegt. Ob jetzt einer davon bei Maybrit Illner gesendet wird oder nicht, steht offen. Das haben die Redakteure zu entscheiden. Wäre ganz schön, wenn dieser gezeigt wird. Ansonsten ja, vielleicht auch nochmal an alle YouTuber. Entschuldigung, dass ich euch mit 23 Videoclips zugeschüttet habe. Aber wie gesagt, das war so eine kleine Nebentätigkeit von mir. Ja, wie gesagt, das waren jetzt die Clips. Und wie bei jeder anderen Produktion läuft mal was schief. Auch bei mir. Und das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Bitte schön, hier. Jo, hier soll ein ganzer Flughafen abgeholzt werden, also 60.000 Bäume für VW, für Managerflüge. Und ich frage mal ganz eindeutig, welche Verantwortung hier die Großindustrie hat, sich der Natur oder der Klima zu widmen. Was heißt? Jo, ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, was ich da gesagt habe. Hier soll ein ganzer Flughafen abgeholzt werden. Wäre eine Alternative, den Flughafen abholzen und dafür Bäume hinpflanzen. Das war super klasse Versprecher. Habe ich erst zu Hause gemerkt. Und naja, wie auch immer, es ist jetzt knapp 2:30 morgens und so langsam muss ich auch mal schlafen, weil ich arbeite auch noch an einem Straßenfest in Braunschweig, in der Uferstraße am 5.12. Ja, wer Lust und Zeit hat in Braunschweig, kann da gerne vorbeikommen. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr wird ein privater Weihnachtsstraßenfest in der Uferstraße hier gefeiert. Essen und Trinken ist gesorgt. Es sind so kleine Attraktionen. Tierheim ist dabei und. Möchte ich noch nicht weiter verraten. Also wer Lust hat und Zeit hat in Braunschweig ist, kann gerne vorbeikommen zur Uferstraße. Ich werde da den Samstag sein, den ganzen Nachmittag, und es werden auch ein paar Filmaufnahmen gemacht und. Ja, das war's. Das waren die Filmaufnahmen für Maybrit Illner. Ich bedanke mich bei allen und hoffe, dass vielleicht ein Clip reinkommt. Ansonsten allen Zuschauern der Lucifer News einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt schön sauber, damit wir uns bald wieder sehen zu den nächsten Lucifer News aus Braunschweig. Tschüss!